Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapist. Dieses Mal nicht aus Versehen in einem Livestream. Die letzten vier Folgen habe ich aus Versehen im Livestream produziert. Ich hoffe, es hat keiner von euch gesehen. Es war irgendwann gegen 12 Uhr nachts, habe ich aufgenommen, vier Folgen lang. Und ich hoffe einfach, keiner von euch war da, denn ich habe den Chat nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie alles da war. Naja, gut. Also mindestens einer wird es gesehen haben, aber egal. Darum wollen wir uns heute nicht streiten. Heute gehen wir mal durch, was wir planen werden, wie wir vorgehen werden und was wir alles entdeckt haben. Aber erstmal müssen wir natürlich hier, ja, hier Queen Bianca und Tobias, hier, kontrolliert die, ich will reden. Wir haben hier diesen schnuckligen Raum, den möchte ich gerne als unsere Geheimbasis haben. Zudem würde ich mich von da hinten aus gerne hier reinbuddeln. Falls wir nicht einfach so reinkommen, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir auch über die Schächte rein. Denn, Freunde, es sieht so aus. Da liegt Toilettenpapier überall und so Kram. Hier werden wir ja nicht gesehen. Man kann hier zwar reingucken, unsere Häftlingsgenossen können hier reingucken. Ich möchte gerne gucken, ob hier ein Lüftungsschacht ist. Müsste ja eigentlich sein, weil in jedem Raum muss eigentlich ein Lüftungsschacht sein. So. Für diesen Zweck brauchen wir allerdings, wenn ich mich nicht irre, eine Trittleiter oder so ein Kram. Ich weiß, meine Genossen verkaufen quasi diese eisernen Trittleitern, aber wir können einen unlackierten Stuhl machen, denn ich hoffe, darauf können wir raufgehen. Wir brauchen nur Holz. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal auf Holz konzentrieren, um zu gucken, ob das funktioniert. Ansonsten kaufen wir von irgendjemandem so eine Trittleiter. Ich weiß auch nur, ich weiß überhaupt gar nicht, wozu braucht man einen Hammer? Ist das einfach nur eine Waffe oder ich weiß es nicht. Ja, gibt hier leider von meinen Kollegen keinen, der das verkauft. Aber da verkauft mir jemand Holz. Skylook habe ich gesehen. Das merken wir uns mal. Wie viel Holz haben wir denn bei uns in der Truhe? Zwei. Ah, wir hätten drei gehabt, ne? Wir hätten drei gehabt. Skylook. Wir müssen hier Skylook auf jeden Fall auftreiben. Der muss hier vorbeikommen. Der arbeitet bestimmt, ne? Das ist bestimmt so ein Sack, der Skylook, der arbeitet. Der sollte so wie ich so ein Penner sein, der nicht arbeitet. Runsay, hast du vielleicht auch Holz? Nein. Ich will nicht Runsay. Skylook. Warte, ich guck mal, ob er arbeitet. Ist das vielleicht der hier unten? Du bist ein Arsch, komm da raus. Ach, Dreck, hier, komm. Lassen wir es mit Löffel fallen. Ah, ich brauche noch dieses eine Stück Holz, ne? Aber ich bekomme es halt nicht wegtransportiert, ohne meinen illegalen Beutel komplett aufzubrauchen. Und das will ich nicht. Der ist sowieso schon so schwer zu bekommen. Ne, jedenfalls könnten wir quasi hier reingehen. Denn ich glaube, die Kamera wird uns nicht hinter dem Truck sehen, dann könnten wir uns durch die Mauer bohren. Dann wären wir im elektrischen Zaun. Das Problem ist nur, wo ist denn der Generator? Ich vermute, er ist auf dem Dach. Es ist nur so eine Vermutung, dass der auf dem Dach ist. Kann sein, dass er woanders ist. Aber ich denke mal, er ist auf dem Dach. Gleich bei der Freizeit werden wir mal den Skylook verfolgen und hoffen, dass er uns bis nach Hause folgt. Und dann gut beklauen wir ihn. Das Schöne ist, wenn wir hier nur reinkämen würden, ne? Dann müsste ich mich hier irgendwie durchbohren. Dann wäre ich da zumindest drinne. Und dann aber die Wachen kommen jedes Mal her. Aber ich sehe sie vom Weiten schon. Dann hätte ich zumindest genug Holz ohne Ende. Aber da führt bestimmt auch ein Lüftungsschacht rein. Denke ich mal. Muss ja. Das heißt, wir hätten dann auch genug Holz auf jeden Fall. Wir müssen da halt nur reinkommen. Das sind die Pläne. Wir haben in der Küche natürlich auch... wer liegt denn da? Tobias. Toll, danke schön. Für nix. Wir haben hier natürlich auch noch unser kleines Löchlein, was wir graben können. Wir sehen, wir könnten auch in die Küche kommen, was uns das bringt, ich weiß es nicht. Aber überall sind Schächte. Oh, Mittagsappell schon. So, Skylook, ich werde dich beobachten, mein Freund. Ich werde nicht von deiner Seite weichen. Ach, kann ich dir nicht bestechen mit Schokoriegeln und läuft dem hinterher? Wie sehr magst du mich? Nicht sehr. Gut, das würde ihm nichts bringen mit den Schokoriegeln. Ich bräuchte schon Holz. Und das müsste ich ihm abkaufen. Um es ihm dann zu geben. Ah. Ja, natürlich seid ihr wie Idioten aus. Aber ich gebe euch ein Like, dann seid ihr keine Idioten mehr. So. Na komm. Wer ist dran? Ach, Niklas und Julian. Ach, Julian und Bibi, sie tauschen sich immer aus. Okay, Skylook. Oh, du läufst in die richtige Richtung. Skylook. Ich bin begeistert. Willst du mich verarschen? Der dreht einfach um. Oh, wer liegt denn da?
Da wird Niklas untersucht, ey. Oh, den Schokoriegel nehme ich hier mal ab. Wo läufst du denn hin? Du sollst nach oben rennen. Wir haben doch nicht so viel Zeit. Alter, ist das dein Ernst? Oh, geht dann noch für 2 Sekunden duschen. Ja. Genau. Skyluke, bleib stehen. Gib mir einfach das Holz. Gib mir doch einfach das Holz, okay. So. Dann hoffen wir mal, dass wir mit dem Stühlchen irgendwas erreichen können. Und lackierter Stuhl. Ich kann den nicht platzieren. Was ist das für... Scheiße. Was bringt mir denn? Ich bin traurig. Was bringt dieser scheiß unlackierte... Ich werde gleich googeln, was mir dieser unlackierte Stuhl bringt. Umsonst werde ich ihn nicht angefertigt haben, das kann ich euch sagen. Umsonst tue ich das auf jeden Fall nicht. Gott. Okay, dann müssen wir hoffen, dass einer von denen irgendwann mal diese Trittleiter verhökert. Ah. Er hat auf jeden Fall schon mal ein neues Inventar. Der hier ebenfalls, der Snox. Naja, gut. Was für Aufträge haben wir derzeit? Entferne Schlaftabletten von Bertha. Entferne Bettosell von Phil Banane. Scheiße, ich habe mein Tablet nicht hier. Egal. Machen wir es morgen. Entferne Schokolade von Skyluke. Ja, super, nur entfernen. Gut. Wieso ist unsere Stärke so weit runter? Krass. So, jetzt haben wir es wieder. Scheiße, Mann. Der unlackierte Stuhl muss doch irgendwas bringen. Okay, wir gehen jetzt zum Abendessen und ich google das jetzt schnell mal mit meinem Handy. So, schauen wir mal. Das kann ja wohl nicht sein. Ne? Unlackierter Stuhl. Also wenn ich den lackieren kann, vielleicht bringt das was, ja. Unlackierter Stuhl. Da. Was bringst du mir, Kollege? Och Mann, ich will nicht so einen langen Text lesen. Erfordert nicht Intelligenz, das will ich gar nicht wissen. Ich will wissen, was ich mit dem Scheißding soll. Ach! Cool, jetzt wäre ich auf Amazon umgeleitet, dass ich einen Kinderstuhl kaufen soll. Okay, weiß einer von euch, was ich mit einem unlackierten Stuhl machen soll? Das hier sind doch... auch Stühle. Cool, cool, wie ich übrigens auf den Tisch klettern kann. Was? Oh Gott, ich muss duschen. Ich bin schon... Ja, ist ja gut. Was bringt mir denn... Ich verstehe es nicht. Was bringt mir dieser scheiß unlackierte Stuhl? Ich kann ihn nicht platzieren. Ich muss irgendwas noch mit ihm bauen, ne? Irgendwas muss man noch mit dem machen. Irgendwas muss man mit dem unlackierten Stuhl machen. Denke ich mal. Moment, ich komme gleich wieder, ja. Werter mein Freund. Ha! Dankeschön, du Depp. Ich bin weg. So. Wenigstens ein bisschen Money generiert. Niklas der Gamer? Nö. King Julian, was hat dir King Julian weggenommen? Oh, Tau! Tau! Was hat dir King Julian weggenommen? Sag es mir. Ups, ich hab's angenommen. Julian, du hast Tau die Schokolade geklaut. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Gott, mein Schraubenzieher gebe ich dir bestimmt nicht. Beim Frühstück, gut, Frühstück krieg ich hin. Jetzt haben wir dreimal Schokolade im Inventar, auch nicht schlecht. Ja, die heutigen Zelleninspektion, Skyluke und Queen Bianca, okay. Schon wieder Bibi? Was soll hier zweimal dran? Was ist nicht in Ordnung mit dir? Ach Gott. Und ich dachte schon, die Werte hassen mich, aber dich müssen sie ja besonders hassen. So, Mr. Unlackierter Stuhl. Er ist ja nicht mal eine Komponente. Es ist einfach nur ein scheiß unlackierter Stuhl. Wollt ihr mich verarschen? Als Waffe kann ich ihn auch nicht... Was soll ich denn mit dir? Was zum Teufel? Ich habe dafür 3 Holz verbraten.
google es gerade. Kleinen Moment. Es lässt mich gerade nicht locker. Ich glaube, auf dem Stuhl kann ich mich ausruhen. Ist das möglich? Dass ich den Hündiger... Obwohl... Das würde ich mal vermuten, dass man sich drauf ausruhen kann, auf dem Stuhl. Also, das... Hm. Ja, süß. So, warte, was steht hier? Das hört sich gut an, das hört sich gut an. So. Da steht wieder so ein ollenlanger Text. Während der Freizeit könnt ihr euch mit auf dem Stuhl auf eurer Seite des Raumes... Was? Nein! Gott, dieses Item ist so nutzlos. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, ich werde einfach gucken, ob es irgendwie so einen Sinn und Zweck hat. Vielleicht. Ups. Sieht ja nicht mehr so aus wie die anderen. Bin ein schlechter Schreiner. Ich weiß es nicht, Freunde. Ist es wie ein Rätsel. Ich will mich hinsetzen. Ich brauche mich gar nicht hinsetzen. Komm, scheiß drauf. Was mache ich mit dem unlackierten Stuhl? Was bringt er mir? Hat einer von euch da? Stufenleiter. Okay, den Scheiß. Bist du illegal? Scheiße, sie ist illegal. Gut, oh, das ist richtig gut. Mizo! Du musst mir helfen. Komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Versprochen. So. Weißt du was? Wir nehmen das Ding mal mit. Stufenleiter. So. Ich hoffe, du erfüllst mehr Sinn als dein Kollege. Der Stuhl. Der Schacht führt. Ja, das ist doch Kacke. Ach Mann. Oh Gott, das darf ich hier gar nicht durch. Ups. Okay, darf ich nicht. Ich verstehe schon. Gut, die Kameras werden mich auf jeden Fall ahnden, wenn ich das mache. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal die Stufenleiter. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier rauf. Mist. Keine Ahnung, was mir das bringt. Vielleicht kann ich mich hier ausruhen. Ja, die Kamera sieht mich nicht. Ja, scheiße, Mann. Ah, ich will aber nicht in meinem Zuhause ausbrechen. Das ist eine Quälerei, von da aus auszubrechen. Warum ist da nur so verdammte... Aha. Oder ich gehe wirklich in die Küche. Ah, da sieht man mich. Ah, okay, das könnte jetzt echt schwer werden. Wenn ich hier so gucke, ich müsste da rein. Es würde mir nichts bringen, hier auf eine Stufe zu klettern, weil ihr seht schon, die Wärter kommen rein. Ich muss also... Aha! Ich habe einen Plan, Freunde. Ich habe einen Plan. Solange kein Wärter vorbeikommt, buddeln wir uns hier einfach ein Loch. Ich denke mir aber mal scheiß drauf. Im besten Falle sollte ich das nachts tun. Ist schon so ein kranker Irrer. So, gut. Wir buddeln uns in die Küche. Und von da aus, Freunde, und von da aus werden wir einfach hochklettern. So sieht es nämlich aus. Ich glaube, die Wärter schauen da nicht vorbei. Ich hoffe nicht. Ah. Gut, das ist der Plan, Freunde. Wir buddeln uns in der Küche, in den rechten Raum, benutzen da dann die Dingenskirchens, ne? Den Schacht. Und so kommen wir überall hin.
ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Ich könnte auch bei mir zu Hause einfach hochgehen. Das wäre natürlich das Leichteste, aber ich komme ja nicht wieder zurück. Ich komme ja nicht wieder zurück. Das ist quasi ein One-Way-Ticket. Das hier oben ist ein One-Way-Ticket. Ich komme nicht zurück, weil sobald die Kamera sieht, dass ich das Blech abnehme, bin ich am Arsch. Das ist der Fakt. Und das Ding ist, wenn ich hier hochgehe, habe ich nur eine Stunde Zeit, woanders ein Blech runterzunehmen. Und wie wir sehen, ist zwischen den Gängen auch noch überall so ein Lattenrost. Das müssten wir auch nochmal wegmachen. Ach, das ist gut, dass ihr euch hier verprügelt. Folie. Danke, mein Freund. Du kriegst auch einen Löffel. Wir tauschen. So, Erik. Oh, Holz. Ja, Checkpot. Kann ich mir gleich nochmal einen unnützen Stuhl basteln. Naja. Ja, dann, Freunde, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von dem Stuhl? Was kann ich damit machen? Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, was ich mit dem Ding anstellen kann. Ich vermute mal, ich kann mich darauf ausruhen, allerdings, ich habe es auf den Boden gelegt. Ich habe es also nicht platziert. Ich habe es auf den Boden gelegt. Und wenn etwas auf dem Boden liegt, heißt das nicht, dass es benutzt wird oder benutzt werden kann. Es kann nur aufgehoben werden. Das muss man vorher noch verstehen. Für euch sah das bestimmt aus, als hätte ich es wirklich auf den Boden gelegt zum Benutzen. Aber nein, ich habe es einfach nur auf den Boden geworfen. Und dann lag es da wie so ein Stück Scheiße. Das ist auch ist. Naja, gut, wir haben ja unseren Plan mit dem Lochgraben. Wir werden wahrscheinlich versuchen, nachts mal dahin zu laufen. Ist ja auch irgendwie möglich. Ihr habt mir gesagt, ich kann mit Zahnpasta auch die Kameras sabotieren. Das heißt, wir werden das höchstwahrscheinlich mit Zahnpasta machen. Klebeband ist mir doch ein bisschen zu teuer. Das brauchen wir für viele verschiedene Dinge. Und dann laufen wir einfach hierher. Wobei wir müssen ja nicht mehr das Ding bekleben. Wir packen einfach unsere Puppe rein und dann laufen weg. Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan, Zero. Die hast du richtig gut durchdacht. Hallo Tau, was hast du da? Schokofeuerschutz? Was? Es ist ein Schokofeuerschutz, okay. Geisterblasen. Was? Lufthaken. Ich glaube, du lebst in einer sehr seltsamen Welt, Tau. Zahnpasta war das, ne? Nicht Klebstoff. Gut. Naja, gut. Müssen wir jetzt erstmal mit leben. Wir mussten den Plan ein bisschen überdenken. Oh, das wird noch assig schwer, hier rauszukommen, Freunde. Oh, das wird noch assig schwer. Ich freue mich auf die Tage, wenn wir hier uns wirklich frei bewegen können, wenn alles läuft, wenn alles steht. Aber es wird alles noch dauern, weil bisher kann ich nur mit Löffeln graben. Das heißt, wie ihr seht schon, ich komme sehr, sehr langsam vorbei. Aber ich werde demnächst wohl auf eine Schaufel upgraden. Wir haben ja so ein paar Sachen, ne? Folie haben wir auch gefunden. Das heißt, wir können uns wieder einen illegalen Beutel machen. Und erstmal den Gang benutzen in der Küche für unser Hauptquartier. Da können wir Sachen lagern. Guckt ja kein Schwein hin. Offensichtlich. Ich habe aber trotzdem Angst, dass das Loch irgendwann entdeckt wird. Weil es ist nicht gut versteckt. Es ist wirklich nicht gut versteckt. Sei es, dass ein Kollege von mir das sieht und dann verpetzt er mich. Alles ist drin, alles ist möglich. Aber wir müssen es einfach auf uns zukommen lassen. Wenn es funktioniert, freue ich mich natürlich riesig. Wenn nicht, dann müssen wir es halt nochmal versuchen, irgendwie anders. Aber das ist jetzt halt der Plan. Von der Küche aus in die Luftschächte, von den Luftschächten aus unten links. Falls wir das wirklich brauchen, dann brauchen wir aber mehr Trittleitern. Und. Na gut, gehen wir erstmal schlafen. Damit haben wir zwei Tage durch. Wurde ich schon irgendwie untersucht? Wo ist? Ach, mein Illegalbeutel. Viermal kann ich noch untersucht werden, aber ich wurde bisher noch keinmal untersucht. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und dann werden wir versuchen, eine Schaufel zusammen zu basteln. Wir werden natürlich die beste Schaufel bauen, die möglich ist. Und dann werden wir versuchen, uns da durchzugraben. Wir suchen die Sachen zusammen für die Schaufel. Wir fangen ja an mit der schlechtesten Schaufel. Schaufeln erstmal mit der schlechtesten Schaufel, bis die keine Prozente mehr hat. Und ja, das Gefährlichste halt, was passieren kann, ist, dass wir gesehen werden beim Graben.
Was bedeutet, dass wir aufpassen müssen? Sobald das Loch steht, ist alles gut. Weil kein Schwein guckt da hinten in die Ecke. Gut, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von The Escapists. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.